Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Schauen wir uns in diesem Video an, was die sogenannten Wendepunkte sind. Dazu schauen wir uns eine Funktion an, die Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16, die wir ja schon kennen. Lassen Sie uns mal aufzeichnen. Und dann sehen wir, wenn wir uns das mal vorstellen, die Funktion ja wie eine Straße, auf der wir fahren. Dann sehen wir, am Anfang haben wir eine Rechtskurve. Muss ich das so vorstellen, als wenn wir immer auf dieser Straße entlang fahren. Und am Ende hat man hier eine Linkskurve. Und jetzt ist die Frage, wo, in welchem Punkt wechselt die Funktion, oder die Straße in diesem Fall, von der Rechts- in der Linkskurve. Muss ich das so vorstellen, wann ist das Lenkrad gerade im Ruhezustand, also im Ausgangszustand? Es übernimmt hier Rechtskurve und dann hier dreht es sich zu einer Linkskurve. Also ist gerade dieser Punkt hier der Punkt, an dem es sich dreht, und dieser sogenannte Wendepunkt. Also Wendepunkte, kann man sich immer merken, ist dort, wo die Ausrichtung der Kurve sich verändert. Von der Rechts- in der Linkskurve oder von der Links- zu einer Rechtskurve. Nun ist unsere Aufgabe jetzt allerdings, wie können wir diesen Wendepunkt ausrechnen? Das können wir uns anschauen, indem wir uns die erste Ableitung mal einzeichnen dieser Funktion. Die Ableitung ist ja gerade die Steigung der Funktion. Und wir sehen, die Funktion steigt hier bis zur Stelle x gleich 2, steigt sie relativ stark an. Das heißt, wir haben eine große Steigung, allerdings an der Stelle 2 haben wir gerade Steigung 0, weil es hier gerade eine waagrechte Tangente ist. Das heißt, die Funktion der Ableitung kommt von oben und geht hier gerade durch 0 durch. Wie geht es weiter? Dann haben wir eine sehr stark fallende Funktion bis zum Punkt 4. An Punkt 4 haben wir wieder eine waagrechte Tangente, das heißt auch hier ist die Ableitung 0, das heißt sie kehrt wieder zurück zu 0. Und danach haben wir eine steigende Funktion, also gerade eine positive Ableitung. So ähnlich sieht die Ableitungsfunktion unserer Funktion f von x aus. Und nun müssen wir schauen, was passiert gerade bei unserem Wendepunkt. Bei unserem Wendepunkt haben wir gerade die Stelle, wo die Ableitung am tiefsten ist, das heißt, wo die Funktion am stärksten fällt. Das heißt, der Wendepunkt ist gerade dort, wo die Ableitung einen Tiefpunkt hat. Das heißt, wie findet man Extremstellen, also Tiefpunkt in diesem Fall, der Ableitung raus? Ja, wir wissen ja, Extremstellen berechnet man erstmal, indem man die erste Ableitung gleich 0 setzt. Das heißt, wir setzen die Ableitung der Ableitung gleich 0, um auf diesen Punkt zu kommen. Das heißt, die Ableitung der Ableitung, das ist ja gerade die zweite Ableitung, dann x gleich 0. Ja, wir wollen die Extremstelle der ersten Ableitung. Das heißt, wir leiten diese erste Ableitung nochmal ab und setzen sie gleich 0. Nun, wir wissen allerdings aus der Übung mit den Extremwerten, dass es nicht reicht. Ja, damals mussten wir noch die zweite Ableitung überprüfen, ob sie größer ist, kleiner oder gleich, eben um wir wissen, Tiefpunkt, Hochpunkt oder Sattelpunkt. Auch das müssen wir tun. Das heißt, wir müssen die zweite Ableitung dieser Ableitung bestimmen. Das heißt, die Ableitung nochmal zweimal abgeleitet, das ist gerade die dritte Ableitung. Und je nachdem, ob diese größer ist oder kleiner als 0, wissen wir, dass diese Ableitung hier einen Tief- oder einen Hochpunkt hat. Aber gleich 0 darf sie nicht sein, denn sonst hätten wir einen Sattelpunkt. Das heißt, es reicht für uns zu wissen, dass sie ungleich 0 ist, weil es uns ist ja egal, ob es hier ein Hoch- oder Tiefpunkt ist. Das heißt, wir haben diese beiden Voraussetzungen für Wendepunkte, die wir überprüfen müssen. Das können wir nun rechnerisch tun. Wir leiten die Funktion mal zweimal ab. Die Ableitung der Funktion ist 3x² minus 18x plus 24. Leiten wir es nochmal ab. Die zweite Ableitung ist hier 6x minus 18. Und die dritte Ableitung, die wir hier auch noch brauchen, das ist die Ableitung der zweiten Ableitung. 6x abgeleitet ist 6, 18 fällt weg, also 6. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt setzen wir die zweite Ableitung gleich 0. Also erster Schritt wäre in diesem Fall, die zweite Ableitung von x gleich 0 zu setzen. Tun wir das? 6x minus 18 gleich 0. Nun, das ist eine Gleichung, die sich nicht allzu schwer lösen lässt. Wir machen plus 18 hier, stellt 6x gleich 18, teilen noch durch 6, dann bleibt x gleich 3 übrig. Das heißt, wir wissen, unser Kandidat für einen Wendepunkt ist x gleich 3. Nun brauchen wir die zweite Bedingung allerdings hier noch, die dritte Ableitung darf nicht 0 werden, also zweiter Schritt, die dritte Ableitung überprüfen. Machen wir das, die dritte Ableitung?
an der Stelle 3. Nun wisst ihr allerdings, die dritte Ableitung ist immer 6, egal was wir einsetzen. Das heißt, sie ist ungleich 0. Und damit wissen wir, es ist tatsächlich ein Wendepunkt. So wie wir ihn auch in dieser Funktion gezeigt haben. Das heißt, wir wissen an der Stelle 3, existiert hier ein Wendepunkt. Wir können jetzt natürlich die Koordinate herausfinden, indem wir hier 3 einsetzen. Dann kommt der Wert 2 raus, könnt ihr gerne überprüfen. Das heißt, wir haben herausgefunden, die Funktion hat einen einzigen Wendepunkt, nämlich genau den an der Stelle 3 mit y-Koordinate 2. Dankeschön.